Wieder zurück in Kena Bridge of Spirits. Moin moin, hier ist der Angelus. Wir machen uns auf den Weg zurück in das Dorfzentrum, denn die Felder haben wir abgeschlossen und auch der Holzschmieden konnten wir helfen hier. So, ein paar Sachen, die ich natürlich wieder nicht gefunden habe. Eine Kiste, die ich hier nicht geschafft habe. Und hier ist auch noch eine verfluchte Kiste drin gewesen im Dorf, jetzt die ich nicht mal gesehen habe. Also, na, einige Sachen sind echt gut versteckt. Aber was wir alles gefunden haben, war die Geisterpost. Und jetzt werden hier auch wieder die Briefkästen angezeigt. Und da kann ich die vier Briefe zustellen. Und damit geht's weiter in der heutigen Episode. Willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. So, hier waren ja auch noch ein paar fliegende Steine, ne? Und hier kommt schon die erste Post rein. Wir haben ja jetzt die Bombe, die wir auf den Feldern bekommen haben. Und hier im Dorf konnten wir bisher noch nie damit rumspielen, weil wir sie jetzt erst neu haben und jetzt erst wieder zurückgekehrt sind. So, jetzt haben wir den Hafen hier freigeschaltet durch die Post. Hier sind Gegner. Aha. So einer. Ich habe jetzt das stärkste Schild, was die Verteidigung angeht. Hilft mir aber auch nicht beim Parieren, aber beim Blocken. Okay, wir müssen hier hoch. Erstmal muss das hier alles wieder gereinigt werden. Nächster. Ach, nicht diese Dinger. Au. Na, wer hat das? Die Bombe geschmissen. Du warst es. Wie viele Lebenspunkte wir jetzt mittlerweile haben, ne? Der Balken unten, der ist echt lang. Das Einzige, was sich nie wirklich verstärkt, ist der Schaden, den man so mit dem Stock macht. Das ist ein bisschen schade. So. Dann wieder hier runter. Zweimal Schlangen. Unfair. Yay. Und da hinten ist noch eine, beim Kran, eine weitere Pflanze. Wo wir uns wieder hochziehen können. Jetzt ist der kleine Hafen hier, Fischerhafen. Schön sauber. Und die Boote kehren auch zurück. Gute Reise ins Jenseits. Solange wir mal schön alle Geisterpost finden, können wir echt das ganze Dorf wieder schön sauber machen. Da geht's auch noch hoch. Da oben leuchtet auch noch was. Sind das alles so Pflanzen, oder? Gibt ja noch einige Brücken, die ich noch nicht runterlassen kann, wie da zum Beispiel. Muss auch noch irgendwie mal sauber gemacht werden. Aber warte, da kann ich vielleicht mit der Träne hinfahren, die da auf dem Feld ist. Vielleicht. Muss noch hier in der Ecke. Da geht's da hoch, okay. Da war ich ja schon. Da war eine verfluchte Kiste, die habe ich ja schon geholt. Beim ersten Mal war das ja zugänglich. Na, dann muss ich wohl mal zum Kran. Oder da war ich noch nicht oben. Alles der Reihe nach. So, kann ich mich darüber schießen. Und darüber schießen. Ja. Das ist aber nur für hier hin und her, die beiden hier. So, was gibt's denn hier drüben? Hallo? Gar nichts?
Wir können hier schwimmen. Also ist auf jeden Fall eine Rampe da, wo wir wieder hochkommen. Da auch. Da drüben war ich ja auch überall schon. Ich dachte halt, das Seil kommt vielleicht noch hoch. Aber nö. Hä, wir können jetzt hier rüber schießen und hier ist nichts. Das habe ich nicht erwartet. Na dann. Was ist mit der kleinen Pflanze, die daneben ist? Das da. Gar nichts. Den Kran können wir auch nicht aktivieren oder so? Komisch. So, hier wäre noch irgendwie so ein Tor. Ein Meditationspunkt da drüben, auf der anderen Seite. Kann ich einfach hier drüber... Yay, ich bin auf der anderen Seite. Auch ein mysteriöser Ort hier. Hier fehlt mir noch eine Post. Die muss es dann im letzten Gebiet geben. Vielleicht öffnet sich dann danach das hier. Wenn ich Richtung Norden komme, Bergschrein und so. Ja, der Bereich ist jetzt auf jeden Fall wieder sauber. Aber gibt nicht mehr wirklich was zu holen. So, dann gehe ich erstmal jetzt zu dem Stein und die Brücke kann ich nochmal checken. So, wir nehmen die Rod gleich mit. Geradeaus bitte. Dann komme ich hier nicht rauf, doch. Hier. Vielleicht kriege ich hier bei der Brücke was sauber. Sieht aber nicht so aus, oder? Nee. Nee, keine Chance. Vielleicht auch von der anderen Seite. So jedenfalls nicht. Und dann war hier der erste Stein, den ich gefunden hatte, der geleuchtet hat. Hier. Aber jetzt habe ich die Bombe. Ja, vielleicht nicht so. Okay. Jawohl. Ein Verbündeter. Somit sind wir bei 74 Rod angekommen. Komme ich darauf? So, mal kurz auf die Karte gucken, wo die nächsten Postbriefkästen sind. Da, da und dann da oben. Die große verfluchte Kiste könnte ich eigentlich auch nochmal versuchen hier im Dorf. Party! So, welche habe ich noch nicht besorgt? Was für Geräusche, ey. Stinkfrucht, die habe ich neu. Einmal eine holen. Der Kürbis. Der Ochse, der ist so cool. Hannas Maske. Adiras Maske. Das war's. Viele fehlen aber nicht mehr. So, dann in die Richtung hier irgendwo für die Post, ne? Da vorne? Ja. Thank you.
So, jetzt die Verseuchung wegmachen. Wo geht's denn hier weiter? Da ist die Pflanze und die Gegner. Mal gucken, was für Gegnertypen, wie schwer es wird. Okay, nein. Daneben. Au. Meine eigene Bombe macht Schaden. So, die habe ich. Die großen Geschütze. Kopf hoch. So. Wenn er sich so die Hände vors Gesicht hält, sehe ich seine coolen Kristalle nicht, die ich anschießen kann. Auch dieses Haus ist gereinigt. Schön, wie sich die ehemaligen Bewohner dann immer bedanken bei ihr. Okay. Was für Frösche, ey. Voll die dicken Augen. Ha! Man kann die hüpfen lassen. Praktisch. Dann durchsuchen wir mal deren Häuser. Yay. Gar nicht so viel. Das war's schon. Ah, aber das hier können wir noch unterlassen. Das Draht hatte ich auch noch nicht gedreht, oder? Das Wasserrad, was ich mal gedreht hatte, das war davor anders. Die Kristalle habe ich gekriegt. So, hier drüben war ich ja schon. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was finden kann oder ob das jetzt nur für den Übergang ist. Scheint aber nur der Übergang zu sein mit der Brücke, die ich jetzt freigeschaltet habe. Ja, hier war ich ja schon überall. Na denn. Hauptsache, die Brücke ist wieder unten. Für die neuen Bewohner, die vielleicht hier wieder irgendwann zurückkehren oder neu einziehen. So, zwei Post habe ich noch. Eine hier drüben gleich. Ah ja, das muss dann für den Bereich hier sein.
Okay. Da oben ist eine Kiste. Okay. Na, dann kommt mal her. Hä? Da kam was von oben geschmissen. Ah. Der Übeltäter. Okay, die Steine können auf jeden Fall fliegen und dann komme ich da bestimmt irgendwie hoch. Das war noch nicht der letzte? Ne? Das war's noch nicht. Müssen wir weiter in die Richtung, ja. Oh, eine Heilpflanze. Die nehme ich jetzt schon mal. Was kommt denn jetzt noch? Ah, so einer. Einer mit zwei Schwertern. Schnell das Ding ist. Aua! Lass das. Ich hasse die Rockbombe. Das ist eine Schwachstelle nochmal gewesen. Der hat gar nichts auf dem Rücken. Au, au, au. Ich kann mich nicht mehr heilen. Uiuiui, das war ein gefährlicher Sprung hier. Nein. Geh drauf. Ja. Die wohl aggressivsten Gegner hier mit der Doppelklinge, ey. Ui. Was für eine Druckwelle. So, fast so aus, als wäre das Dorfzentrum schon fast komplett geheilt, ey. Und das Wasser ist auch wieder sauber. Da ist was. Ah, wieder eine weitere Träne. Na, kann man hier wieder so einen Kürbis wachsen lassen, wo wieder ein Rod versteckt ist? Nee, ne? Guck mal, ich kann mit denen sogar schwimmen. Ist ja geil.
Dann auf jeden Fall die Kiste da oben holen, vielleicht. Und hier im Gebäude war ich auch noch nicht drin. In der kleinen Hütte. So, Kiste. Ah, nice. Okay, das hätte ich. Ja, mehr nicht. Wow. Von da muss ich da hoch, okay. Interessant. Schaffe ich nicht mehr. Ich darf die erst von hier oben schweben lassen, dann komme ich da gar nicht mehr rauf. In einen Rutsch durch! Kiste ist nicht mal verflucht. Okay. Kommt die letzte Post hin? Da oben. Die Brücke habe ich schon. Aber hier diese Träne auch wieder nur für das Feld oder was? Hier in der Nähe kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich noch irgendwas reinigen muss. Ich habe ja doch schon so viel gemacht im ganzen Dorf. Noch einer. Das ist ein Sternhut. Heißt sogar auch Stern. Hier sind noch ein paar Dorfbewohner. Habe ich auch eigentlich schon alles geholt. Die Geister kommen jetzt viel häufiger hier raus, ne? Vielleicht weil alles jetzt schön sauber ist. So, wo ist der Stern? Stern, da. Und die letzte Kiste geht's da lang. Post, ja, hier und dann da oben. War ich da überhaupt schon mal so weit oben? Hier abbiegen, ne? Ja. Das könnte da sein. Da, ja, da ist das Gebäude. Komme ich denn da hin? Hier komme ich nicht rüber. Da drüben ist es. Vielleicht von der anderen Seite hier, wenn ich den Weg hier freigespielt habe oder so. Ich habe da noch gar keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Die ist doch bestimmt erst frei, wenn ich das gereinigt habe, oder? Konnte man da... War ich nicht schon mal da oben? Über den Weg. Ah ja, ich kann ja die Steine fliegen lassen. Krass. Hä? Wieso ist hier nur eine Kiste drin? Oh, Pilz. Pilzehude. Gelber Pilz aber, nicht vergessen. Einen roten Pilz haben wir schon als Hut.
bin ich nochmal da hingekommen? Ich glaube hier. Um den Herrn kümmere ich mich später. Nee, hier nicht. Hä? Wo war denn der Weg nochmal dahin? Bei der Brücke da? Ah, hier. Jetzt habe ich's. Dorf ist so groß mittlerweile, dass du dich erstmal zurechtfinden musst. Oh, oh. Ja, so komme ich zum Briefkasten. Sehr schön. Das ist ein anderer Briefkasten. Ich höre Bomben. Haha. Sind meine schweren aufgeladenen Schläge schneller als eure? Ah, okay. Oh, nicht schon wieder so einer. Attacke! Der war erstmal ganz schön benommen nach dem Parieren. Haha, so kann's gehen. Nieder mit dir. Ein paar Crystals. Okay, hier ist ein Schrein zum Heilen. Hier muss ich dahin. Also die Träne macht hier auf jeden Fall viel. Und hier ist die Post. Schön. Sogar ein Schnellreisepunkt hier? Gut, geht wahrscheinlich noch hier zu den ganzen Hütten, die hier oben sind. Okay, Leute, das war die letzte Post, die ich heute abgeben konnte, hier im Dorfzentrum. Wir werden hier den ganzen Bereich noch erkunden, weil ist er immerhin jetzt offen. Reinigen muss ich hier auch einiges, also kommen noch ein paar Kämpfer auf mich zu. Und danach können wir Adira dann am Schrein ehren. Also, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen Episode hier von Kena. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Dann schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Also bis dann, macht's gut, ciao!